Hallo und willkommen zum Videolernzyklus Addieren und Subtrahieren mit natürlichen Zahlen. Mein Name ist Christina und ich bin dein Coach für diesen Videolernzyklus. In diesem Intro-Video behandeln wir die Grundlagen der Addition und Subtraktion. Wenn dir etwas zu schnell geht oder du etwas nicht verstanden hast, kannst du immer auf Pause drücken oder zurückspulen und den Teil einfach nochmal anschauen. Das Ziel dieses Videolernzyklus ist es, dass du danach natürliche Zahlen, auch ganz große, addieren und subtrahieren kannst. Das heißt, dass du zum Beispiel auch 32.893 plus 63.536 oder 79.776 minus 135 rechnen kannst. Bist du gespannt? Dann los geht's! Wir wissen ja bereits, was natürliche Zahlen sind. Falls du dir dabei noch unsicher bist, empfehle ich dir den Videolernzyklus zur Einführung in die natürlichen Zahlen anzuschauen. Der Link dazu ist in der Beschreibung und oben rechts. Der Pfeil hilft dir, den Videolernzyklus zu finden. Welche Zahlen gehören zu den natürlichen Zahlen? Sag mir mal ein paar. Ja, richtig. Die natürlichen Zahlen sind die Zahlenmenge, die die Zahlen 0, 1, 2, 3 und so weiter enthält. Und kennst du auch das Ende der natürlichen Zahlen? Richtig, es gibt unendlich viele. Natürliche Zahlen kommen uns im alltäglichen Leben dauerhaft vor. Und es sind die ersten Zahlen, die du schon im Kindergarten kennengelernt hast. Man kann die natürlichen Zahlen auch mathematisch als Menge anschreiben. Die natürlichen Zahlen werden mit einem großen N abgekürzt, das am Anfang zwei Striche hat. Außerdem schreibt man zwei Mengenklammern und in die Mengenklammern schreibt man die ersten natürlichen Zahlen rein. Außerdem macht man drei Punkte, das zeigt, dass die natürlichen Zahlen unendlich sind. Nun wollen wir uns zusammen ein Beispiel anschauen. Stell dir vor, du gehst einkaufen und siehst Pullis, Sonnenbrillen, Jeans und Kleider. Du entscheidest dich für eine Sonnenbrille für 15 Euro, eine Jeans für 30 Euro und einen blauen Pulli für 20 Euro. Wie viel wirst du an der Kasse bezahlen? Pausiere kurz das Video und rechne es aus. 15 plus 30 plus 20 ist 65. Das heißt, du wirst an der Kasse 65 Euro bezahlen. Vielleicht hast du statt 15 plus 30 plus 20 ist gleich 65 eine andere Reihenfolge der Gegenstände genommen und zum Beispiel 15 plus 20 plus 30 gerechnet. Trotzdem kommt immer 65 raus. Das heißt, die Reihenfolge der Gegenstände ist egal. Dazu gibt es auch ein Gesetz. Es nennt sich Vertauschungsgesetz oder Kommutativgesetz. Wenn du dabei noch unsicher bist, empfehle ich dir den Videolernzyklus zur Verbindung der vier Grundrechnungsarten. Dieser ist in der Beschreibung verlinkt oder auch wieder oben rechts. Zurück zum Beispiel. Du merkst, dass du nur einen 50-Euro-Schein dabei hast. Das heißt, du kannst nicht alle drei Sachen kaufen, weil sie insgesamt 65 Euro kosten. Was könntest du für deine 50 Euro kaufen? Probier es mal selbst aus und schaue, welche Kombinationsmöglichkeiten möglich sind. Sonnenbrille plus Jeans kosten zusammen 45 Euro. Das geht sich mit 50 Euro aus. Jeans plus Pulli kosten zusammen 50 Euro. Das geht sich ebenfalls aus. Und die Sonnenbrille plus der Pulli kosten zusammen 35 Euro. Das geht sich ebenfalls aus. Diese drei Möglichkeiten funktionieren. Das heißt, du kannst nicht alle drei Sachen für 50 Euro kaufen, aber du kannst jeweils zwei davon für die 50 Euro kaufen. Was müssen wir zurückgeben, wenn wir genau 50 Euro ausgeben wollen? Das heißt, was ist 65 und was gibt 50? Weißt du das? Genau, super! Die richtige Antwort lautet 15. 65 minus 15 ergibt 50. Das heißt, du musst die Sonnenbrille zurückgeben. Und wenn du genau 50 Euro ausgeben willst, kannst du dir den Pulli und die Jeans kaufen. Diese Rechnungen
kann ich auch mit mathematischen Ausdrücken aufschreiben. Und zwar Summand plus Summand plus Summand ist gleich Summe. Das Wort Summe kommt von einem lateinischen Wort und zwar von Summa und bedeutet Gesamtzahl, Gesamtheit. Summand ist eine Zahl, die zu einer anderen hinzugefügt werden soll. Das war die Addition. Und danach hast du dir überlegt, wie das mit 50 Euro ausgeht. Das heißt, wir haben eine Subtraktion gemacht. 65 minus 15 ist gleich 50. Minuend minus Subtrahend ist gleich Differenz. Die Begriffe kommen ebenfalls vom Lateinischen. Subtrahere heißt abziehen, minus heißt weniger und der Differenzier heißt Unterschied. Wenn wir uns nochmal diese beiden Rechnungen anschauen, fällt dir etwas auf? Vielleicht siehst du es jetzt. Addition und Subtraktion sind gegenseitige Umkehroperationen. Du kannst dir merken, dass Addition und Subtraktion zusammengehören und dass man sie deswegen Umkehroperationen nennt. Wenn du jetzt mit größeren Zahlen addieren und subtrahieren magst, dann schau dir die nächsten Videos an. Bis bald. Ich freue mich.